die Urwunde. Irgendwann ist jedes Thema, jede Erfahrung, die nicht so schön war oder nicht so gut war oder dramatisch war, die hat ja eine Wunde hinterlassen. Das kann oft eine Seelen- als eine Überlagerung sein, einfach eine energetische Blockade oder wie auch immer. Auch im spirituellen Bereich gibt es Wunden sozusagen. Und die Heilung geht ja dahin, dass wir unsere Urwunden, die Entstehung dieser Traumata wirklich in einen Frieden hinein, dass es in den Frieden eingehen kann. Weil der Friede ist Voraussetzung, wirkliche Voraussetzung und Basis, dass wir weiterkommen, auch in die nächsthöheren Ebenen von Bewusstsein. All das, was in uns friedlich ist, wird ein erweitertes Bewusstsein zulassen, und alles, was im Unfrieden ist, da geht es dann halt an bestimmten Stellen sonst nicht mehr weiter. Und da kommt dann sozusagen die Wand. Und das machen wir, wenn die Energie aus dem göttlichen Raum uns zur Verfügung gestellt wird. Und wenn das Göttliche der Meinung ist, ich nenne es jetzt mal menschlicher, die Meinung ist oder weiß, in dem Moment, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass Heilung geschehen kann, etwas in Frieden kommt, dann wird es auch geschehen und wird es möglich gemacht. Aber es braucht immer auch unser inneres Einverstanden sein. Das kann auch mal unbewusst sein, weil die Seele, die ist ja schon frei, die ist mit dem Höchsten verbunden, aber die Überlagerungen, die sind halt das, was das Ganze noch deckeln manchmal. Ja, und das ist einfach eins meiner Spezialgebiete, dass ich euch da wirklich helfen kann, bis an die Urwurzel zu kommen. Das kann auch manchmal über ein Bild geschehen, ja, dass ihr von mir Bild gezeigt bekommt, und ich euch auch auffordere, versenk dich jetzt da rein, spür einfach in das Bild, und schon fangt ihr an, mit dem Bild in Resonanz zu gehen, und das Bild spricht dann praktisch zu euch. Das ist jetzt für unseren Verstand vielleicht noch gewöhnungsbedürftig, diese Art und Weise, für viele, nicht für alle natürlich. Aber ich habe da schon ja so schöne Begleitungen erlebt und erfahren, wo dann sich so vieles löst auf Ebenen, die wir gar nicht benennen können. Ich sehe die einfach energetisch. Und es braucht Vertrauen, aber da kann ich wirklich, dazu bin ich da. Das ist jetzt für die neue Zeit. Das ist, ja, dieses Bewusstsein der neuen Zeit, Energie, Arbeit, finde ich, das Wort ist immer nicht gut, Energiewirken der neuen Zeit, so möchte ich es mal betiteln, dass wir hier ganz neue Wege gehen können, ohne Riesenszenarien und Aufarbeitungs, ja, wo man alles nochmal durchkaut und so weiter. Das ist nicht mehr dran, das ist nicht mehr dran. Ja, so viel mal für heute. Vielleicht konnte ich dir wieder interessante, weiterführende Impulse geben. Dann schau gerne auf meiner Webseite, die ist unten verlinkt. Da findest du auch alles, was ich so weiterhin anbiete. Meine Kurse, Einzelsitzungen, die Bücher oder auch Audios. Und natürlich auch die Gemälde. Gemälde ist nochmal ein Riesenthema für sich. Alles Liebe!